Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ich bin sehr gespannt, weil hier was respawned ist. 10 Gulden nämlich. Nein, nicht deshalb, sondern weil ich gerade einfach voll Bock hab. Ich muss das jetzt nicht aufnehmen. Ich muss morgen keine Folge oder heute raushauen. Ich mach's jetzt einfach, weil es mir Spaß macht. Was ich gesehen habe, ist, du hast zwei der vermissten Söhne. Finde das letzte noch fehlende Kind. Es gibt nämlich noch eines. Ich habe nicht nachgeschaut, wo es ist. Ich habe nur auf einer Karte geschaut, dass es nicht hier ist. Also es ist nicht in diesem Bereich. Und da ich mir gedacht habe, es gibt hier ja noch den Weg zum Palast und auf der rechten Seite das, was so ausschaut wie ein Tor mit Schmetterlingsflügeln, wo das Wasser war, das wird wahrscheinlich sowas wie eine Kanalisation sein, habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt einfach mal zum Palast. Wir sollen eh beim König eine Audienz bekommen. Vielleicht finden wir da auch dieses rote Wasser der Typin. Geh zum Palast, um den König zu treffen. Schaut ziemlich geil hier aus, muss ich sagen. Moment, das ist eine Vase. Vielleicht ist ja dieser rote Ring drinnen. Nein, aber ein Bündel gegen Gift. Sollten wir vergiftet werden, haben wir eine Sorge weniger. Was mit dir? Oh nein, ich habe die Wäsche draußen vergessen. Okay. Es regnet eh nicht, also keine Bange, die Wäsche ist sicher ganz in Ordnung. Das habe ich jetzt schon über 100 Meter gesehen. Nee, ich bin eigentlich nur einfach irgendwie hier herumgelaufen. Weißbrot. Man merkt sofort, wenn ich irgendwie nur gerade Bock habe, ein Spiel zu machen. Das merkt man irgendwie sofort. Denke ich mal. So, hier hinten. Ist hier was? Klopf, klopf. Nein. Scheinbar nicht. Klopf, klopf. Die Musik ist immer noch laut. Ich muss die Musik nochmal ein bisschen leiser drehen. Nein. Weil teilweise ist sie echt sehr laut. Sie soll hier nur untermalen. Wir müssen da lang. Habe ich hier was vergessen? Hier hinten geht's noch wo rein. Hier ist... Oh, hier ist einer der Jungen. Damit müsste das der letzte sein. Ich bin hingefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen. Au! Oh ne, nicht weinen. Ich werde dir helfen. Länder in der Hand. Super. Hä? Es tut gar nicht mehr weh. Genau, alles wieder gut. Wunderbar. Deine Mutti rauft sich die Haare aus vor Sorgen. Sei ein braver Junge und mach, dass du nach Hause kommst. Ich verspreche es. Vielen, vielen Dank. Alles klar, ab nach Hause mit dir. Was auch immer hier oben ist, ich werde es das erste Mal erkunden. Oh. Pastete. Was macht Pastete? Gott sei Dank haben wir unser... Kann der mir den sprechenden Stein... Nee. Sprechende Stern kann mir das nicht erklären. Nimmer voller Beutel. Müsste theoretisch irgendwo sein. Ach so, das ist eine Leckerli-Genauigkeit. Das ist schön. Was ist hier? What the fuck? Bist du ein Geist? Hä, was ist los, Junge? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Ist das für mich? Eine Seite mit dem Zaubermedium erhalten. Na, sieh mal einer an. Das ist eine Seite aus dem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pfimpf damit? Entschuldige, ich kann dich nicht hören. Denkst du, er kann sprechen? Nee, das ist was anderes, Junge. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, so muss es sein. Hattest du ein Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den er dir gerade gegeben hat. Probier den mal, Olli. Wirst schon sehen. Na gut. Mach schon, Olli. Probier den Zauber. Ach so, dann soll ich jetzt einfach so wirken.
Wie mache ich das nochmal? Wie wirke ich einfach so Zauber? Vielleicht einfach durch den magischen Begleiter? Medium. Medium. Das wird wahrscheinlich ein Geist sein und ich kann den mit dem Medium Zauber. Und da. Medium. Oder auch nicht. Wie zur Hölle soll ich da jetzt zaubern? Sekunde, ich schaue bei den Einstellungen nach. Oder nee. Wie kann ich zaubern, sprechender Stein? Reden laufen. Minikarte. Nehmer voller Beutel. Tricks und Befehle. Nein, ich will Magie meistern. Unbegrenzt. Gestatte mir ein wenig meines unbegrenzten Wissens über den Meistern, über das Meistern der Magie mit dir zu teilen. Wenn du auf deinen Reisen wird dein Zauber. Ah. Okay, danke. Wollte ich nicht abwürgen. So. Medium. Kostet MP, okay. Erlaubt dem Zauberer, mit den Geistern Verstorbener zu sprechen. Sowohl Guten als auch Bösen. Da das ein Kind ist, denke ich mal nicht, dass der mich jetzt gleich angreift, wenn ich Medium wirke. Dem Himmel sei Dank. Dem Himmel sei Dank, es hat funktioniert. Meine Güte, du kannst ja sprechen. Natürlich kann ich das, du Schlaumeier. Du hast schließlich Medium gewirkt, oder nicht? Dafür ist der Zauber also da. Willst du mir sagen, dass du einen Zauber angewandt hast, ohne zu wissen, was er bewirken würde? Was für ein Zauberer bist du denn? Nur zur Information. Medium gestattet es dir, mit gruseligen Gespenstern zu sprechen. Mit mir zum Beispiel. Hat ich also recht? Du bist ein Geist, nicht? Ein Geist? Oje. Geister gibt's also wirklich. Natürlich. Zauberer sehen ständig Geister. Ich war auch mal ein Zauberer, wisst ihr? Aber dieser doofe, dunkle Djinn hat dafür gesorgt, dass es kaum noch Zauberer gibt. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass ich dir die Seite besser gebe. Du bist seit ewigen Zeiten der erste Zauberer, dem ich begegne. Meine Güte, darf ich sie wirklich behalten? Natürlich, das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür zu bedanken, dass ihr auf mein Buch aufgepasst habt. Auf dein Buch? Nee, du, da hast du aber was falsch verstanden, Kindchen. Das ist nämlich unser Buch, jawohl. Und wer bist du denn überhaupt? Horatio. Ich bin Horatio. Allerdings kennen mich die meisten nur als den Zeitlosen. Momentchen, du willst uns also weismachen, dass so ein Zwerg wie du der verflixte Zeitlose ist? Wer ist ein Zwerg, du halbe Portion? Ich bin eine Fee, sieht man doch. Wir sind ebenso klein. Frecher, kleiner. Du bist Olli, oder? Und du bist in unsere Welt auf Reisen. Ja. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen reisen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf unserer Welt umgesehen. Nun gut, ich werde nach Süden in die Wüste wandern. Ich hoffe, wir werden uns in der dortigen Stadt wieder treffen. Bis bald. Tschüss. Soll ich gehen? Ich nehme mal an, ich soll gehen. Oder hast du noch was zu sagen? Die Wüste befindet sich südlich von hier. Das ist mein nächstes Ziel. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Schaut irgendwie nicht danach aus. Falls ihr euch fragt, wie ich die Stimme gerade hinbekommen habe, ich habe meine Hand vor den Mund gehalten. So, du hast mir irgendwie gerade Angst gemacht, als du auf mich zugekommen bist. So, müssen wir jetzt hier durch.
Bitte um Entschuldigung, aber jeder im Palast ist damit beschäftigt, den roten Hering des Königs zu suchen. Okay. What the fuck? Willkommen in Katzbuckel. Diese Straße führt zum königlichen Palast. Ihr seid Reisende, nehme ich an. Eindeutig in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr sucht um eine Audienz bei König Tom, richtig? Ich würde euch zu gerne durchlassen. Aber ich fürchte, das geht zurzeit leider nicht. Hä, aber warum? Ein unglücklicher Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Miauistät in den Burggraben entwischen lassen. Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Ich bezweifle, dass seine Miauistät den Fisch ersetzen könnte, sollte er nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade damit beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber ein andermal wieder. Was sollen wir jetzt tun, Tröpfchen? Der Burggraben hat ja gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Du denkst, er könnte bis in die Stadt geschwommen sein? Schon möglich, ja. Warum suchen wir nicht einfach mal ein paar Teilchen rum für alle Fälle? Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt, ich hoffe, wir finden den roten Heringtröpfchen. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal angeln gehen. Hammer. Wir dürfen jetzt angeln gehen. Wir können jetzt den königlichen Hausfisch suchen. Alter, das Spiel ist so witzig. So witzig. Okay. Wir haben übrigens den Sohn gefunden, also wir gehen jetzt erstmal, bevor wir irgendwo fischen gehen, zu der Frau und sagen, dass alle ihre Kinder wohlbehalten zurück sind. Und wir bekommen Stempel. Das ist das Wichtigste. Nicht um Kinder, sondern um unsere eigenen Sachen sollen wir sich kümmern. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du alle meine drei Jungs gefunden hast. Und du hast dich sogar um die Wehwehchen meiner drei kleinen Lümmel gekümmert. Du bist ein Schatz, ein richtiger Schatz. Ich bin froh, dass wir helfen konnten. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass sie ein bisschen erwachsener werden und vorsichtiger sind. Hier, als kleines Dankeschön. Danke, danke, danke. Du erhältst 3 süße Pasteten und 50 Gulden. Und Stempel. Yes. Sehr gut, du hältst 3 Verdienststempel. Geil. Okay. Frage, wo sind jetzt hier nochmal Flüsse oder irgendwas in die Richtung? Hier war einer. Hier war dieses komische Wasserrad. Ist der hier vielleicht? Hallo. Ah, hast du das gesehen? Was für ein wundervoller Tag. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um mich ein wenig zu dir auf die Wiese zu legen. Du hast es nicht gesehen. Haben wir für dich schon alles für die Dekoration? Oh ne. 2 Weinwurzeln, 2 Flaschen Quellwasser. Kann an Flüssen sehen gefunden. Weinwurz wächst im Hügelland südöstlich. Moment, südöstlich ist, wenn man von einer Karte ausgeht. Fuck, ich war in sowas nie gut. Unten rechts. Okay. Ja, das ist eines meiner größten Probleme. Ich kann Karten überhaupt nicht deuten. Also Karten schon, aber ich bin immer mit Süden, Osten und so verwirrt. Hat mich mal ich als Kind schon jagen können. So, die Frage ist, wo... Moment, dort hinten. Ah, dieser eine Teich, wo ich gesagt habe, da muss doch eine Idee dahinter sein, dass man da herumspringen kann. Das ist das also. Das ergibt Sinn. Das ist schön. Ah, jetzt geht's ab. Komm. Schau, Olli.
Siehst du den roten Hering da drüben? Wo? Ich würde sagen, ich habe unseren Fisch gefunden. Aber sieh mal lieber genau nach, nur um es dir zu gehen, nicht? Warum muss ich darüber? Na, wer sonst sollte es machen? Fitz, der Fischforscher? Komm schon, hüpf einfach auf die wackeligen Holzpfähle da, wird schon schief gehen. Ja, Menno. Gut, ich versuch's. Das ist er. Ja. Ah! Oh. Oh! Verflixt, er ist entwischt. Entschuldigung. Ist aber ein lebhafter Bursche. Ich glaube, er ist in Richtung Palast abgezischt. Olli, ihm nach! Wieder zurück zum Palast, okay? Ich hätte gar nicht auf die große Karte schauen brauchen. Ich hätte mich einfach nach dem kleinen Stern richten können. Aber gut. Wo ist übrigens dein Ohrring? Also, oder ein roter Ohrring? Ja, glaube ich. Ich dachte erst, alle suchen den roten Hering. Ohrring statt Hering. Weil es würde auch irgendwie mehr Sinn ergeben, wenn man einen Ohrring als einen Hering sucht, aber... Ah, ist das da oben, wo wir gerade bei dem Geisterjungen waren? Also bei... Fuck, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hiroshima? Nein, so garantiert nicht, aber... Ach, der Name. Hier, oder? Ja! Kleiner Hering. Das ist also der Lieblingsfisch des Königs, hm? Schick, das ist mal ein roter Hering, wie im Buche steht. Jetzt kriegen wir sicher eine Audienz beim König. Zurück zur Palastwache, oder? Er sollte... Tröpfchen und der rote Hering. Das ist ein Bild für die Götter. Oder ein Bild für ein Thumbnail, je nachdem. Schön, wie der den hin und hinterher trägt, das ist so. Das ist einfach nur geil. Also für all diejenigen, die nicht schon vorher so neugierig waren, ist jetzt nochmal diese Stelle gewesen, bei der man hier Hiroshu mit dem Typen reden konnte, dem Geisterjungen, dem Zeitlosen. Hier schon wieder. Wir konnten Königstumhaus ja leider noch immer nicht finden. Meinst du den hier? Wir sind hier, um dem König seinen Fisch wiederzubringen. Ist das, meine Güte, den majestätischen Purpur des geliebten roten Hering unseres Königs würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Das soll mich doch... Muss wohl durch die Abwasserkanäle in die Stadt rausgeschwommen sein, denke ich. Meinst du, ich muss die anderen Wachen sofort darüber in Kenntnis setzen? Wenn ich mich recht entsinne, ihr wolltet... Genau, wir müssten den König sehen. Aber natürlich, aber in seinem derzeitigen Zustand. Was ist, stimmt was nicht? Das kann man wohl sagen. Habe ich erwähnt, dass der Pfleger des roten Herings ihn einfach hat entwischen lassen? Alle im Palast sind in letzter Zeit so nachlässig geworden. So nachlässig, dass wir sogar die Hilfe von Reisenden benötigen, wie ihr selbst feststellen konntet. Ich sollte euch vermutlich nicht sagen, aber der König selbst ist das Phlegma in Person. Und diese Passivität scheint sich auf seine Untertanen zu übertragen. Kann es sein, dass ihm Enthusiasmus aus einer Fiole fehlt? Phlegma, also wie Faulheit? Ich fürchte ja. Nun wird es ihm den nötigen Elan verleihen, wenn es einem geliebten roten Hering zurückbekommt. Hinein mit euch. Schick, wir gehen zum König. Na los, Olli. Ich habe den letzten Satz von der Wache total verschissen. A pleasure to meet you, your majesty. So it was you who delivered one's treasure back to one, hmm? That's right. Yes, your majesty. And you wish for a prize, hmm? Go on, man. Ask him. Come now, don't be shy. Well, your majesty... Out with it, now! We need your wand!
One's wand. Mom. Huh? What did you say? Crikey! That smell. Could it be? That's right, Your Majesty. He's not from our world. He's the one whose power freed me from my prison. What? You mean he broke his spell? This little boy? Yes. Do you understand what you're saying, Fairy? Once you defy him, there's no turning back. I know, but... But what precisely? Well, you know, he might be able to... It's not one's concern. You may not have the wand. Now be gone. Does that mean no wand, Mr. Droopy? Looks like it. So how do we get the wand now? Something wasn't quite right about our royal friend. Broken-hearted he is, or I'm broken-headed. The king is? Lacking enthusiasm, it looked like. And because he's broken-hearted, the whole kingdom's being dragged down with him. What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Blimey, you don't need much encouragement, do you? Die Wache vor dem Stadttor hatte auch zu wenig Enthusiasmus, oder? Genau, Olli. Wie gesagt, wegen deines gebrochenen Herzens reißt der König alle anderen mit ins Verderben, schätze ich. Aber die andere Wache hat uns von ihrem Enthusiasmus gegeben, damit wir seinem Freund helfen. Wir sollten ihn um einen Nachschlag bitten. Nee, Junge. So läuft das nicht. Es gibt eine ganz wichtige Regel, wenn es um Herzstücke geht. Echt? Und welche ist das? Na, du kannst nicht zweimal das gleiche Stück von derselben Person nehmen, verstehst du? Ein Portionchen ist in Ordnung, aber mehr wäre gefährlich. Oh, das wusste ich nicht. Ich werde von jetzt an vorsichtiger sein. Wir durchkämmen die Stadt nach jemandem, der übermotiviert ist. Was sonst? Ist zwar ein verpennter Ort hier, aber irgendwer wird schon einen geben. Die Frage ist nur... Wo? Katzbuckel ist schließlich nicht gerade ein Dorf. Genau genommen ist es sogar ziemlich groß. Da ist was dran. Steckt hier etwa jemand in der Zwickmühle? Verdammt, Mann! Oh, hallo, Herr Sprechender Stein. Ihr scheint etwas ratlos, meine jungen Freunde. Ich habe mir gedacht, dass euch eine Prise meines umfangreichen Wissens wohl von Nutzen sein wird. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wir müssen uns nämlich von jemandem ein Stückchen Herz besorgen, aber wir wissen nicht, wo wir eins finden können. Nichts leichter als das, mein lieber Oliver. In solchen Fällen solltest du einfach deine Filiole im Auge behalten. Wie genau meinen Sie das? Nun, die Fiole ist nicht nur dazu gut, Herzstücke aufzubewahren, sie reagiert auch auf deren Präsenz. Befindet sich eins in der Nähe, leuchtet sie auf. Schick, dann können wir also Enthusiasmus aufspüren, nicht? Also, meine Junge, ich erzähle dir noch ein bisschen was über die deine Fiole. Du wirst feststellen, dass sie hin und wieder hell leuchtet. So reagiert sie, wenn jemand in der Nähe befindet, der eine der Tugenden des Herzens im Überfluss hat. Überdies leuchten alle, die ein Stück Herz abgegeben könnten, in sattem Grün auf der Minikarte rechts oben auf deinem Bildschirm. Super! Daraus lässt sich zwar nicht ersehen, welche Tugend die Person im Übermaß besitzt, aber es sollte sich dennoch als äußerst nützlich erweisen. Das wird es bestimmt. Und nun mach dich auf, um dein Herzstück zu finden, junger Abenteurer. Vielen Dank, Herr Sprechender Stein. Und solltest du je wieder einen Rat benötigen, werde ich dir ganz zur Verfügung stehen. Aber nun lebt wohl, meine Freunde. Alles klar, Olli. Suchen wir wen
suchen wir uns wen mit zu viel Enthusiasmus, na? Wenn deine Fiole plötzlich aufleuchtet, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Verstanden, los, Röpfchen. Wie hell leuchtet die dann, ist die Frage. Haben wir irgendjemanden, der zu viel Enthusiasmus hat? Irgendjemand. Die eine... Die, genau. Weil die ständig den Ring sucht. Hast du vielleicht zu viel Enthusiasmus? Nein. Fiole leuchtet nicht. Irgendwer, den Typ habe ich ja nur seine aufgereizte Stimme gegeben. Ich glaube nicht, dass der wirklich so viel hat. Vielleicht die Frau, die, diese eine, die Pflanzen sucht. Könnte ich mir vorstellen. Die Wache dürfen wir nicht fragen, weil nicht zweimal vom selben Typen wir nehmen sollten. Super Deutsch. Bei dir? Ich weiß, das ist nicht auf der Minikarte. Ihr braucht es nicht schon die Kommentare schreiben. Ich sehe, dass auf der Minikarte woanders angezeigt wird. Aber es könnte ja theoretisch sein. Sieh nur, Tröpfchen, die Fiole, sie leuchtet. Schick, ist jemand in der Nähe, der da was von seinem Herzen abgeben kann, nicht? Und die einzige Person ist der da. Sieh ihn dir an, Mann. Kann man ja kaum stillstehen vor lauter Tatendrang. Volltreffer. Du glaubst, er hat etwas Enthusiasmus über? Absolut, Junge. Da verwette ich meine Laterne drauf. Holen wir es uns, oder was ist? Jo. Gut. Okay, so stark leuchtet die, das ist ziemlich eindeutig. Ich würde sagen, wir holen uns allerdings von diesem Typen, von diesem Jungen, den Enthusiasmus beim nächsten Mal bei Let's Play Ni no Kuni. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss Leute.